okay, jetzt befinden wir uns hier im Multimedia-Raum, weil wir in Langlo ist. Herr Langlois, was halten Sie denn von dem Rauchverbot an den deutschen Schulen, was am 1. Januar in Kraft getreten ist? Ich finde es eigentlich richtig, denn ich bin persönlich Nichtraucher, lebenslang schon. Und muss dazu sagen, die Raucher gefährden die Nichtraucher. Und somit bin ich für dieses Verbot. Ja, wir sehen hier gerade draußen auf dem Schulhof einen Schüler am Rauchen. Wir werden ihn jetzt mal dazu befragen, was der sich denn so dabei denkt. So, hast du uns drauf? Ich hab euch drauf. Ja, wir sind jetzt hier gerade seit dem neuen Rauchverbot. Hier steht ein Schüler und raucht. Sind Sie davon in Kenntnis gesetzt, dass an dieser Schule ein Rauchverbot herrscht? Hallo Frau Wallenstein, schön Sie wiederzusehen. Hallo. So Frau Wallenstein, es geht um das Thema Rauchverbot hier an der Schule. Wie Sie wissen, seit 1. Januar dürfen Schüler und Lehrkräfte ja nicht mehr rauchen. Was halten Sie davon? Ich bin nicht Raucher. Ich würde sagen, der Film liegt dicker. Das ist ja uninteressant, oder? Ja, es muss aber die Präsentation sein. Ach so, ja, dann ist etwas ernst. Ach so, stimmt. Okay. Ich weiß nicht. Heute würde ich sagen. Dann würde ich sagen, wir gehen an der Schule gehen zu dir und üben das. Genau wie der das macht. Genau. Am besten ist es. Noch ein paar Statisten, die dann so bewegen. Ja, genau. Dann kriegen wir das schon hin, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Ja, das ist ein Job. Meine Schwester kann ja auch noch mit tanzen und die Elne. Was ist die Maus da hier? Komm, Kalle, tanz mit. Aber am Media werden auch das länger, bis der wieder weg ist. Gut zu wissen, ich glaube, ja, gell? Jetzt kommt, das müssen wir auch üben. Also, ich glaube, ich kriege das gleich ins Gold. Pass auf. Das kann das nicht mehr. Das kriege ich auch noch. Was hier? Ja, wir stehen hier jetzt an der August-Bebel-Schule, der Nachbarschule der Werner- und Siemens-Schule und haben hier einen Stoß Schüler gerade auf dem Schulhof dabei. Die haben es nicht Raucher. Ich gebe die Raucher hinter der Turnhalle. Hinter der Turnhalle, ja. Action, ja, wir haben jetzt hier gerade zwei Schüler getroffen von der August-Bebel-Schule und wie zu sehen ist, sind diese auch fleißig am Rauchen. Trotz des Rauchverbotes an dieser Schule, warum raucht ihr weiterhin? Ja, wieso? Ich bin Raucher, wieso soll ich aufhören? Ja? Ja, weil die Lehrer rauchen auch. Dann warum sollen wir aufhören zu rauchen? Wir haben hier wieder drei Bebelschüler an der Siemens-Schule, wie man schon eindeutig an den Gesichtern erkennen kann. Und hier gehen wir zu dem ersten. Mhm. Hallo lieber Bebelschüler, was hältst du denn von dem Rauchverbot hier an den Schulen? Das Maul! Nein, was hältst du von dem Rauchverbot? Alle. Ja, schau mal. Komm her. Guck mal, Weile. Was halten Sie vom Forum? Schön. Denken Sie, dass andere Geschäfte wie der Apple Essen dann noch Chancen haben werden? Fragen kann ich nicht. Nein.